Das ist ein Infovideo von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Und ich möchte euch heute ein paar Informationen wieder mitgeben. Es ist so einfach mal so ein kurzes Update von allem, beziehungsweise eigentlich nur von mir. Es wird einen Monat lang von mir keine Videos geben, weil ich im Landwirtschaftspraktikum bin als Bäcker ausnahmsweise. Ich bin der Einzige, der backen darf. Alle anderen müssen in den Stall und ausmisten oder halt melken. Also ich hatte da wirklich Glück, dass ich an die richtigen Lehrer gekommen bin. Und ja, ich bin vom 2. bis am 20. Mai weg. Ich kann aber nicht garantieren, dass ich im Mai noch Videos machen werde. Ich werde, also beziehungsweise klar, im Mai kann ich ja sowieso nicht, höchstens am 1., aber ich denke, da mache ich auch Pause. Im April, es wird wahrscheinlich noch einige Videos geben. Ich denke mal so vielleicht noch 3, 4 Videos, und bevor ich gehe, lade ich noch ein paar mehr hoch, damit ihr auch wirklich ein bisschen Material habt. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, meine Videos gefallen euch, und mich würde mal so interessieren, welche Richtung von Videos möchtet ihr auf meinem Kanal beziehungsweise auf unserem Kanal eigentlich sehen? Möchtet ihr, also ich meine, klar, Tutorials machen wir, aber möchtet ihr mehr Tutorials von Open Source Programmen oder möchtet ihr mehr Tutorials von Closed Source Programmen? Pair-Web Programme kann ich jetzt, muss ich jetzt ausschließen in dem Fall, weil ich habe so viel getan, nicht unbedingt, um alles zu kaufen, aber das würde mich mal interessieren, eure Meinung ist gefragt. Ihr könnt mir sagen, soll ich mir offene Programme vorstellen, was soll ich vorstellen? Ich meine, ich habe ja LibreOffice mal vorgestellt und ziemlich gutes Text bzw. ziemlich gute Office Suite, basiert auf dem Code von OpenOffice.org. Kann ich nur empfehlen, LibreOffice, OpenOffice wird dann fast nicht mehr weiterentwickelt, also schon die Beta, nee, die Vor, also doch Beta vom 3, vom OpenOffice 3.4 ist ja draußen, beziehungsweise die Vorabversion. Und die suchen Tester, aber LibreOffice ist halt, ja, es sind halt die meisten Leute, 95% der Community ist ja zur der Document Foundation gekommen, gewechselt. Ja, was ich euch auch noch sagen wollte, wo mich auch so interessiert, ich mache für mein Leben gern Tonaufnahmen. Wenn jetzt einer von euch so eine Geschichte hat irgendwie und er sucht noch einen Sprecher, ich würde mich liebend gern zur Verfügung stellen, weil, ich meine gut, ich kann auch von der Tonlage, ich kann mal ein paar Tonlagen austesten, wenn ihr wollt, jetzt gerade. Ja, ich meine, ich kann auch so hoch reden, wenn es unbedingt sein muss. Und ich kann so hoch reden, wenn es sein muss. Er hat ja so hoch. Na gut, ich hoffe, es war jetzt ein bisschen zu hoch. Ja, aber ich kann auch tief. Ja, wisst ihr, ich kann so tief wie noch nie. Nein, also die, also ich bin eigentlich in einer normalen Mittelstimmlage. Singen tue ich erst, das spielt keine Rolle. Das bin ich ein bisschen vom Thema abbekommen. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn einer eine Geschichte hat oder gerade am Schreiben ist oder noch einen Sprecher sucht. Ich würde mich gerne zur Verfügung stellen, weil ich das sehr, sehr gerne mache. Und ich meine, ich bin ja auch gerade in einer Geschichte dran. Bin schon mit der dritten Seite fertig geworden, fangen mit der vierten Seite gerade an. Und ja, wer mehr zur Geschichte erfahren will, soll sich das Infovideo vom April angucken. Und ein genaueres Video wird es noch irgendwann geben. Ich denke mal im Juni, Juli, wenn das Skript fertig wird. Und es kann aber auch sein, dass es wirklich noch länger dauert, aber ich hoffe jetzt nicht mal. Und ja. Ja, das ist wie gesagt wieder ungeskriptetes Video, das haben wir auch hier auf dem gehört. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und okay.